Kleinstwohnungen first. Hallo, mein Name ist Wanbo Lemenzel. Ich bin Architekt und Gründer der Tiny Foundation in Berlin. Das ist der Vortrag, den ich am 16. Juli 2024 bei Pfeiffer Klein Architekten Berlin gehalten habe. Er besteht aus 4 Kapiteln. Kapitel Nummer 1 lautet, warum in Deutschland keine bezahlbaren Wohnungen entstehen können, im freien Markt wohlgemerkt, also jetzt nicht geförderter Wohnungsbau, sondern einfach so ganz normal gebaut nach den aktuellen Baupreisen und Regeln. Nummer 2. Was wir lernen können von Paris, Seoul, Hongkong und der Tiny House Bewegung. Kapitel Nummer 3. Wie klein darf eine Wohnung sein? Ein Gespräch mit Wohnpsychologin Dr. Barbara Perfahl. Und Kapitel Nummer 4. Welche 7 Methoden helfen, unbezahlbaren Wohnraum zu entwickeln? Anhand des Co-Being Houses. Ein Wohnungsprojekt, was wir in Berlin-Lichtenrade entwickeln für die Alexandra-Stiftung. Jedes Kapitel ist ein Video und auf geht's. Bevor wir anfangen mit Kapitel 1, eine kleine Umfrage. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche dieser 3 Häuser sagt Ihnen einfach persönlich am ehesten zu? Wo könnten Sie sich am ehesten da drin sehen? A, B oder C? Hinterlassen Sie bitte einen Kommentar einfach unten in der Kommentarspalte und ich bin gespannt. Warum in Deutschland keine bezahlbare Wohnung entstehen kann im freien Markt? Oder warum jede 4. Person in Berlin, Hamburg, München und Co. bald wohnungslos sein werden? Es gibt 607.000 Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben. 50.000 schlafen in Deutschland auf der Straße, weil sie tatsächlich niemanden mehr haben, wo sie unterkommen. Aber 607.000 Menschen insgesamt sind wohnungslos. Das heißt, sie schlafen auf Sofas, bei Freundinnen und Freunden in Schrebergartenlauben, überwintern unter Brücken, schlafen in Zelten oder sind einfach viel auf Reisen. Wir wissen es deswegen so genau, weil wir mit der Tiny Foundation, das ist die Organisation, die ich gegründet habe, aktiv sind in der Obdachlosenhilfe. Das ist eines der vielen Projekte, die wir machen, das sogenannte Nothotel, was uns bevorsteht. Können Sie sich anschauen in der Dokumentation auf Netflix, Lead Me Home. Da sehen Sie die Schicksale von den vielen, vielen Menschen, die wohnungslos sind. Die überwiegende Zahl der Wohnungslosen sind halt so Menschen wie dieser Herr hier, der im Auto schläft. Der hat einen Job, ne? Der arbeitet irgendwo als Angestellter in so einem Niedriglohnsektor. Auch sowas hier werden Sie bestimmt schon mal gesehen haben. Das sind die Zahlen, die wir kennen. Ja? Also es gibt 5 Einkommensgruppen. Die unterste Einkommensgruppe, blau, dunkelblau, hat weniger als 1.500 Euro zur Verfügung. Das sind zum Beispiel Azubis, aber auch alleinziehende Mütter, Menschen, die wohnungslos sind. Und dann gibt es halt türkis oder hellblau, ne, so zwischen 1.500 und 2.000 Euro Einkommen. Das sind dann so BerufsanfängerInnen, aber auch viele Studierende und teilweise aber auch Paare, wo halt nur eine Person von beiden Einkommen mit nach Hause bringt und die andere Person muss Arbeit leisten, die halt nicht bezahlt wird. Zum Beispiel Care-Arbeit, ne, muss sich um ein Kind kümmern oder schwanger werden. Und so weiter. Also das sind die 5 Einkommensgruppen. Die sind in allen Bezirken Berlins und auch in allen Städten da. Es gibt immer diese 5 und die sind unterschiedlich verteilt, aber ähnlich. Also wichtig ist, dass Sie das hier sehen. Ja, also die untersten Haushaltsnettoeinkommensgruppen machen 40% der Gesellschaft aus. Das ist nicht wenig. 40%, das ist mehr als jede 4. Person, die weniger als 2.000 Euro Einkommen zur Verfügung hat. Wir haben mal diese 5 Farben, diese 5 Balken in Gesichter übersetzt, damit man sich das besser vorstellen kann. Also was sind das eigentlich für Menschen, die hinter diesen Zahlen stecken? So stellen wir uns das vor. Mit dieser Persona-Tabelle, so nennen wir das Persona-Tabelle, arbeiten wir zum Beispiel, wenn wir Wohnungen entwickeln. Wir haben Ein-Personen-Haushalte, HH heißt Haushalt. Wir haben 2-Personen-Haushalte, 3-Personen-Haushalte und so weiter. Ein Ein-Personen-Haushalt zum Beispiel ist eine Azubine oder eine Studentin oder Lehrling. Ja, eine einzelne Person kann auch eine wohnungslose Person sein. Gruppe 1 hat wahrscheinlich 1.000 Euro zur Verfügung an Einkommen jeden Monat und kann demnach 335 Euro maximal an Miete zahlen.
Das wissen wir. Zwei-Personen-Haushalte, wer steckt dahinter? Das ist zum Beispiel eine alleinziehende Mutter mit Kind. Das hier ist zum Beispiel Bethül. Sie arbeitet arbeitet bei einer Versicherung und hat ein Kind. Und ihr Mann ist verstorben, sie ist verwitwet. Und Single Mom wäre so eine Bezeichnung, die zu ihr passen könnte. Gruppe 2, sie will nicht so Bürgergeld bekommen oder staatliche Hilfe. Sie will ganz normal arbeiten, kann aber nicht Vollzeit arbeiten und braucht natürlich auch Wohnraum. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihr Kind. Also eine 2. Also sie braucht 2 Zimmer auf jeden Fall. Ein Zimmer Wohnung wird für sie zu klein sein und sie hat 1.500 Euro zur Verfügung und kann demnach 500 Euro Miete zahlen. Wohlgemerkt brutto warm. Dann gibt es 3-Personen-Haushalte, zum Beispiel ganz klassisch ein Paar mit einem Kind, ja, Couple, Gruppe 3, die kann 665 Euro Miete zahlen, je nachdem, ob beide halt Einkommen mitbringen oder auch nur eine Person. Und dann gibt es 4-Personen-Haushalte. Das kann zum Beispiel eine 4er-WG sein mit 4 Studierenden oder mit 3 Studierenden, wo dann noch ein Partner oder eine Partnerin mit einzieht. Die haben 3.000 Euro durchschnittlich zur Verfügung, können also 1.000 Euro Miete zahlen. Und dann gibt es Familien mit mehreren Mitgliedern in einem Haushalt, 5-Personen-Haushalte und mehr. Das ist zum Beispiel so eine Mehrgeneration. Situation, ne? Also einfach ein Paar mit einem Kind oder 2 Kindern und dann kommt irgendwann noch der Onkel dazu, der irgendwie auch dann in die Stadt kommt und da studieren will. Oder die Schwiegermama oder Schwiegerpapa wird dann temporär aufgenommen, weil sie ein Pflegefall wird oder einfach, weil es ihr schlecht geht oder sie sich einsam fühlt. Also das sind 5-Personen-Haushalte und die haben 4.000 Euro zur Verfügung und können demnach 1.335 Euro Miete zahlen. Wer kann eine Neubauwohnung bauen, die 335 Euro brutto warm kostet? Zum Beispiel für die Azubine. Nennen wir sie mal MJ. Mary Jane oder Marie Johanna, Gruppe 1. Vielleicht die kommunalen Träger, oder? Schauen wir uns mal die kommunalen Wohnungsunternehmen an. Davon gibt es ja in Deutschland zum Glück ganz viele. In anderen Ländern ist es komplett in privater Hand. Die haben ein Interesse, Wohnraum für die breiten Massen zur Verfügung zu stellen. Es entsteht kaum eine Wohnung, die 335 Euro brutto warm kostet, ohne WBS, ohne Wohnberechtigungsschein. Und woran liegt das? Woran liegt das, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen, die ja den Auftrag haben, für breite Schichten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, keinen bezahlbaren Wohnraum produzieren? Das liegt an den Grundrissen. Schauen Sie mal, das ist so ein ganz, ganz typischer Grundriss von einem kommunalen Träger, von dem größten kommunalen Träger in Berlin, von der HOVOG. Und die haben sogar ein Papier rausgebracht, das nennt sich Wohnungsbewertungssystem für Neubauprojekte. Das heißt, die kleinste Wohnung von dem größten kommunalen Wohnungsträger in Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland, ist 30,1 Quadratmeter groß. Schauen wir uns doch mal an, was die GdW plant. GdW ist der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Das heißt, wenn sich irgendjemand auskennt mit Immobilien und mit Wohnraum und auch mit bezahlbarem Wohnraum, dann sind es die. Also im GdW, da sind alle drin, die Ahnung haben, die Bescheid wissen. Professoren beraten die Architektenkammern und so weiter. Also das gesammelte Wissen, wenn es um Wohnraum geht und bezahlbaren Wohnraum, steckt in der GdW. Und die GdW hat einen Rahmenvertrag gemacht mit 20 bis 25 Herstellern von seriellen Wohnungen, ja, also Wohnungen, die seriell hergestellt werden können. Schauen wir uns doch mal so eine Wohnung an, die kleinste Wohnung, also die bezahlbarste Wohnung von Goldbeck. Wie sieht die denn aus? Gucken wir uns mal den Grundriss an. Die hat 29 Quadratmeter ungefähr, 29 bis 30 und sieht erstaunlich ähnlich aus wie die Wohnung von der HOVOG. Das heißt jetzt nicht, dass Goldbeck von der HOVOG kopiert hat. Das heißt einfach nur, dass die Briefings, die Vorgaben, die an die Architekturbüros und Planungsbüros gestellt werden, ziemlich ähnlich sind. Und sie lauten grundsätzlich, bau eine Wohnung, die nicht kleiner ist als 30 Quadratmeter. Was ist denn mit der DDR? Die hat es ja geschafft, 400.000 Wohnungen statistisch pro Jahr zu bauen. Wie sieht denn da die bezahlbarste Wohnung aus, die kleinste Wohnung? Die sogenannte WBS 70, die Wohnungsbauserie 70 heißt es. Okay, also um die 30 Quadratmeter herum machen die kommunalen Wohnträger die Wohnungen groß.
Was bedeutet es jetzt in Miete, vor allem in Brutto-Warmmiete? Wie ermittelt man sowas überhaupt? Das geht so. Also Sie nehmen einmal den Netto-Kalt-Mietpreis pro Quadratmeter, addieren dazu die Betriebskosten warm, also Heizkosten, ne, und Warmwasser pro Quadratmeter. Das beides zusammen ergibt dann den Brutto-Warm-Mietpreis pro Quadratmeter. Dann muss man in zwei Tabellen schauen. Die erste Tabelle sind die Neuvertragsmieten. Und da gibt es Tabellen, die sind öffentlich auch zugänglich, wie in diesem Fall von dem BBU. Das ist der Immobilienverband von Berlin-Brandenburg. Da wir gerade für die Alexandra-Stiftung in Tempelhof-Schöneberg planen, haben wir natürlich auch da geguckt, was kosten denn da eigentlich gerade im Moment die Mieten. Und irgendwas zwischen 5,47 Euro und 16,32 Euro wird dort verlangt, wenn Sie jetzt wenn Sie eine neue Wohnung beziehen in Tempelhof-Schöneberg. Und wir haben jetzt mal ganz konservativ gerechnet, haben einfach mal das Maximum angenommen, ja, von 16,32 Euro pro Quadratmeter netto kalt. Also dann haben wir schon mal die erste Zahl. Die zweite Zahl, Betriebskosten, die kriegen Sie auch im Internet heraus, indem Sie einfach Betriebskostenspiegel mal googeln. Wir haben jetzt hier mal den Mittelwert genommen. Das alles zusammengerechnet ergibt 3,40 Euro pro Quadratmeter. Ja. 19,72 Euro mit dieser Brutto-Warm-Miete pro Quadratmeter warm, ja, muss man rechnen, wenn man jetzt baut. Schauen wir uns doch mal an, wie diese Wohnungen von der HOVOG, GDW und WBS 70, wenn man sie jetzt im Neubau so bauen würde, ohne öffentliche Förderung, was würden die denn kosten an Miete? Und dann sehen Sie unten in Rot, ja, die ist eigentlich für viele schon gar nicht mehr bezahlbar. Hier sehen Sie eine Tabelle von der HOVOG, wo die Idealgröße für Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung und so weiter festlegen. Das sind diese grünen Striche, die nach unten gehen. Sie sehen, eine Einzimmerwohnung sollte 33 Quadratmeter sein. Die würde also 651 Euro kosten. Und eine fünfköpfige Familie, ne, in einer Fünfzimmerwohnung, die müsste 100 Quadratmeter groß sein und würde demnach 1.972 Euro kosten. Wenn Sie kleinere Wohnungen für die HOVOG oder für die kommunalen Träger anbieten als Architekturbüro, werden Sie dort abgelehnt werden. Das Problem der Bezahlbarkeit ist tatsächlich hausgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb kann in Deutschland keine bezahlbare Neubauwohnung entstehen. Denn es gibt eine falsche Aufgabenstellung. Die lautet nämlich bei den kommunalen Trägern, entwirf eine Wohnung, die ca. 30 Quadratmeter groß ist. Also sie wird dort nicht fündig werden, weil sie hat nur 335 Euro. Sie hat nicht 500 Euro zur Verfügung oder 700, sondern wirklich nur 335 Euro. Niemand kann eine Neubauwohnung bauen, die 335 Euro kostet ohne WBS.